Körper, Geist und Seele in Einklang bringen. Das geht am besten draußen in der Natur. Egal ob Yoga-Profi oder Neueinsteiger. Die kostenlose Stunde lockte über 50 Interessierte samt Yogamatte an die Donaupromenade. Es geht uns hauptsächlich darum, dass wir uns auf die Atmung konzentrieren, auf den Körper konzentrieren. Das heißt, im Endeffekt versucht man sich eigentlich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Und damit versucht man einfach langsam eine gewisse innere Ruhe zu entwickeln. Im besten Fall in der Yoga-Praxis dann so eine Art Meditation in Bewegung. Das wäre eigentlich so das, was wir erreichen möchten, damit einfach so die Gedanken ein bisschen weniger wären, dass alles ein bisschen zur Ruhe kommt. Komplett verbiegen mussten sich die Teilnehmer in der doch sehr warmen Abendsonne zwar nicht. Trotzdem hatten die meisten Teilnehmer Schweißperlen auf der Stirn. Nennt sich Ashtanga-Yoga, der Yoga-Stil, ist aber so modifiziert, dass das eigentlich jeder ausführen kann, der so, sage ich mal, halbwegs körperlich gesund ist. Sind ein paar Sachen dabei, die vielleicht sehr einfach sind, aber auch ein paar Sachen dabei, die ein bisschen fordernd sind, aber ist auf jeden Fall für jeden geeignet. Zwei Trommlerinnen mit ganz außergewöhnlichen Instrumenten sorgten mit meditativen Klängen zusätzlich für Entspannung. Ob blutiger Anfänger oder geübter Yogameister, im grünen Gras und in der warmen Abendsonne war es wohl den meisten ein leichtes, Körper, Geist und Seele wieder etwas mehr in Einklang zu bringen. Ja, ganz gut, ja. Also ich habe vorher auch schon ein bisschen meinen Yogakurs gemacht, also mal eine Stunde und ja. War super, ja. Es war ganz toll, er hat es auch super gemacht. Auch für die Anfänger haben wir es gerade gesagt, eigentlich gut zu mitmachen. Aber das meinige ist nicht. Also ich brauche Musik, da muss ich was rühren. Aber er hat es ganz toll gemacht, es war wirklich super. Ich mache sonst auch kein Yoga, aber zur Abwechslung mal zwischendrin hat es schon richtig Spaß gemacht von den Übungen. Gut, ich fand es gut. Ja, also hat Spaß gemacht. Schon öfters Erfahrung mit Yoga gemacht oder eher ein Neueinsteiger? Es war das erste Mal. Auch wenn es Yoga an der Donau künftig nicht regelmäßig geben wird, weitere Veranstaltungen dieser Art sind dennoch geplant. Wenn es wieder mitspielt, wenn die Leute mitspielen und alles passt, dann machen wir das dieses Jahr sicher nochmal, weil es eine coole Aktion ist. Yoga, Natur und Musik. Entspannter kann so ein lauer Sommerabend wohl nicht ausklingen.